Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Wir hoffen mal wieder, dass mich niemand anschreibt und spielen weiter. Voll professionell und so. Okay, so, ich habe einen Turmboss bekommen. Der ist so mega geil. Oh mein Gott, ich sehe die ganzen Wege da vorne und bekomme jetzt schon Angst. Oh man, ich sehe jetzt schon Encounter Rate of Doom will kill me as soon as possible. Ich habe wieder mal einen Export bekommen. Ich glaube, das ist entweder... Ich verwechsel das immer. Ich weiß gerade gar nicht, ob Export macht, dass ich aus dem Dungeon hier komme. Oder... Wow. Lol, Pokémon ist größer als Padamon. What the fuck. Oder ob man mit einem Export aus dem Kampf fliehen kann. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ist eigentlich auch egal. Wir haben es ja hier eigentlich noch gar nicht nötig. Wow, jetzt haben zwei Angriffe und Padamon steht immer noch. Euer Ernst. Oh Mann. Muss ich noch um Jahre handeln? Gut. Räumen wir erstmal Padamon aus dem Weg. Oh Mann. Ich freue mich schon, wenn wir einen Angemon haben. Oder Angewomon. Yay! Wow. Und Tanamon levelt mega nice. Ist schon Level 6. Dann wird es ja schon lange dauern, bis wir wieder einen Redamon haben. Vielleicht gehe ich auch einfach direkt mal wieder zurück. Ich weiß es nicht. XP sind so gut. Muss etwas unternehmen. Oh, oh Gott. Oh Gott, so viele Abzweigungen. Oh mein Gott, jetzt kriege ich jetzt ein Item nicht. Oh Gott, wo bin ich? Wo bin ich? Ah, da geht's rüber. Oh Gott, das sieht schon so richtig aus. Ich glaube, ich drehe nochmal um. Oh, okay. Ich möchte jetzt ein Item haben. Aber ich möchte auch, dass Tanamon zu Redamon schon wird. Das wäre relativ nice. Ich guck mal ganz kurz, was das maximale Level von Tanamon... Von Tanamon, genau. Nein, 13. Ich denke mal, für Redamon braucht Tanamon schon noch ein hohes Level. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Redamon an Digimon mit relativ hohen Anforderungen sein wird. Weil Redamon hat eben ein ziemlich starkes Digimon ist. Jedenfalls sagt man das immer so. Gilmon ist, glaube ich, auch ziemlich stark. Und Terriermon ist eher so, naja. Ich bin böse. So. Und es ist noch Padamon übrig, wo alle nicht so effektiv dagegen sind. Aber dafür ist es ja am Ende nur ein Padamon. Und jetzt so BAM! One-Hit, alle tot. Nein. Ah! Wer wagt es mir zu schreiben? Oh, jetzt hat mir... Ich wurde jetzt dreimal angeschrieben und dreimal jedes Mal von einer anderen Person. Es ist nicht mal so, dass mich eine Person übelst zu spammt. Nein! Die teilen sich das alles so ein bisschen auf. Oh, aber auch immer in übelsten Abständen. Dass es sich nicht lohnt, jetzt aufzustehen und... Man hört es vermutlich eh nicht. Man hört einfach nur ein ganz kurzes Geräusch und schreckt mir stundenlang drüber auf, dass Skype laut ist. Ich schaue am besten einfach auf, mich drüber aufzuregen und keiner merkt was. So, ich möchte jetzt ein Item haben, also muss ich jetzt hier runter. Ich tue ja ganz stillschweigend darauf spekulieren, dass vielleicht Tanamon stark genug sein wird, dass ich das Deck dann zu Redamon machen lassen kann. Wenn es überhaupt klappt. Am Ende klappt das nicht und ich raste dann total aus. Oder ich wähle aus Versehen die falsche Digitation oder so. Mal sehen. Wir probieren es einfach aus. So. Bam. Man kann ja immer nur an den Umrissen halt dann sehen, was es ist. Ich muss halt eben dann versuchen, anhand der Umrisse Redamon zu erraten. Ist manchmal gar nicht mal so einfach. Also bei Garurumon hätte es auch schief gehen können. Da habe ich wirklich halb geraten. Also ich habe auch so ein bisschen vermutet, aber am Ende war es auch gut Glück. Ah, Level 9 ist noch nicht allzu weit. Ah, muss ich wieder noch... Oh nein, ich habe noch ein Item! Nein! Ich scheiße. Oh, wer hat Lust, noch mal im Kreis zu gehen? Du da, du da. Oh Mann, ich habe das Item erst gesehen, als ich da runtergesprungen bin. Boah, so eine verdammte... Ihr habt das vermutlich schon so gesehen. Oh nein, da liegt ein Item auf der Stufe. Sie wird das bestimmt übersehen. Oder hoffentlich sieht sie es. Da, seht ihr es? Da auf der Stufe da? Ist bestimmt nochmal ein Memory-Erweiterungs-Chip-Ding. Ist es bestimmt nicht, aber egal. Ist bestimmt einfach. Ist sicherlich einfach nur eine dumme Medaille. Aber man kann ja nie wissen. Es geht ums Prinzip, okay? Ich habe ernsthafte Probleme. So. Mal schön auf die Schwächen. Und auf die Neutralen. Und zuletzt das. Wo wir am wenigsten Schaden drauf machen. So. XP sind immerhin ganz gut. So. Ja, da steckt halt jetzt ein bisschen rum. Aber so viel Schaden macht es ja nie, ne? So.
Ist immerhin gutes Training. Und noch ein Level ab für Tarnemon. Noch 3 Level. So, jetzt ganz vorsichtig. Was ist es? Eine Ikakumon-Medaille. Schmack Ikakumon. So, wir haben übrigens auch eine Nachricht gerade eben erhalten. Da schauen wir auch mal nach. Quiz time! What's to the characters on... das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Unbesiegbar, stärkster, sofortiger Tod. Ich sag einfach mal strongest. Ich weiß es nicht. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weiter. Ich habe bestimmt schon ein paar Mal so Glitzerdinge auf dem Boden übersehen. Ich kenne mich. Oh, jetzt bin ich jetzt hier falsch. Nee, ich muss nochmal rum. Oh, wenn das so weitergeht, dann kann ich dann wirklich mein Tarnemon zu Renamon digitieren lassen. Guck mal, ne? Ah, es sieht gerade noch mit der Encounter-Welt relativ gut aus. Schauen wir mal. Ich hab's nicht leicht. Absolut nicht. Okay. Oh, gar kein Encounter-Welt. Na, man darf so etwas nie zu laut sagen. Erste Regel. So, gut. Auf Betamon. Schau eine Decke gerne, du. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Bam. Und weg ist er. Und weg damit. Das klingt so, ja, weg damit. Pschuh. Wasted. Okay. Und Hanamon ist auch schon Level 11. Sehr gut. War auch wildes Level abverteilen. Und Hanamon ist auch bald auf dem Max-Level. Oh Mann. Mal gucken, ob ich zu Gardamon oder Angamon mache. Ich weiß es noch nicht. Okay. Hier müssten wir fast da sein. Gut. Oh, was mich jetzt gerade erinnert. Diese zwei, ja, die Digimon, denen du geholfen hast, haben mir etwas erzählt. Sie meinten, dass ich beruhigend und irgendwie, ja, vertraut rieche. Ich frage mich, was das bedeutet. Soll das bedeuten, dass ich sie vielleicht schon mal getroffen habe? Ja, ich vermute eh, dass es hier irgendwie auch so Erinnerungsprobleme gibt, weil vor uns das Digimon, welches wir auch gerettet haben im Einkaufscenter, hat ja auch komische Erinnerungen. Und sie hier, die Nokia, hat ja auch schon mal seltsame Erinnerungen selber gehabt. Deswegen frage ich mich gerade, haben sie vielleicht irgendwas Wichtiges vergessen in ihrer Vergangenheit? Das ist irgendwie so eine Vermutung von mir. Hä? Was tust du? Was machst du da? Warum gehst du mit deiner Nase so nah an mich heran? Ja, wir haben vermutlich einfach mal an ihr gerochen. Du wolltest nachschauen oder mal riechen, wie ich rieche, oder? Und, was hast du gerochen? Ja, einen süßen Geruch oder was Säuerliches. Wir machen einfach mal was Süßes. Oh, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, wir haben den Bereich da drüben noch nicht abgecheckt, oder? Was tust du da? Ja, auf damit. Was? Was? Hast du das gehört? This time you really heard it, oder? Ja, hast du es gehört? Diesmal wirklich, oder? Ja. Diese Stimmen. Das müssen sie sein. Und los geht's. Okay. Auf zu den beiden. Ich glaube, die beiden sind noch im Probleme. Oder im Problem. Ja, sie haben Trouble. Sie sind in Trouble. Oh. Hier können wir sogar nochmal an das Ding gehen. Nochmal ins Digimon-Labor. Aber das haben wir gerade noch nicht nötig, da keins meiner Digimon gerade ein maximales Level hat. Ja, natürlich! Da sind sie! Meine Freunde! Meine kleinen Freunde! Sie müssen in Gefahr sein! Wir müssen uns beeilen! Sind das die beiden von am Anfang? Die zu Xaxen gehören? Ah, warte einen Moment! Was tun diese beiden Idioten da? Nokia!
Ja, was willst du dagegen tun? Wir haben diese beiden Digimon ganz fair gefunden. Und das heißt, wir können mit ihnen tun, was wir wollen. Habt ihr ein Problem damit? Ja, das ist es. Ganz genau. Ich habe ein Problem damit. Um genau zu sein, ich habe nichts außer Probleme. Macht euch bereit für mich, ihr Punks, ihr Idioten, ihr Pöbel. Nokia, du bist so cool. Okay. Oh, wirklich jetzt? Was möchtest du dagegen tun, gegen diese Probleme? Du weißt, dass du mein Typ bist, ja? Was? Oh Gott, das backert er sie wieder an und er backert sie an. Was wollt ihr schon gegen uns tun? Wir sind Saxon-Hacker. Okay. Kreuze unseren Weg und es wird tausend Wege geben, dass du, ja, es bereuen wirst, uns etwas angetan zu haben. Okay, ja, du schwingst große Worte, aber dein Körper verrät etwas ganz anderes. Du bewegst dich wie ein Blatt im Wind. Also sie ist halt eben von der Körpersprache her sehr verunsichert. Ah, du bist wirklich mein Typ, oder? Süße. Ja. You're barking up the wrong tree. Also du bellst am falschen Baum. Vermutlich geht es darum, dass die Katze auf dem Baum rennt und ein Hund rennt hinterher und bellt da am Baum die falsche Katze an. Was vermutlich so viel wie ein Sprichwort ist, das vermutlich so viel bedeutet wie, dass sie vielleicht auf dem falschen Weg sind, auf der falschen Fährte. I've got a problem. But what's more, my friend has a problem with you. Ja, meine Freundin oder mein Freund hat auch ein Problem mit euch. Stimmt das, Yume? Und ich so, naja. Ja, ich denke schon. Say that, don't worry, my dear. You leave to Jackson, talk to me. Okay, ja. Wir werden uns um die beiden anscheinend kümmern. Ja, gut gesagt, Yume. Ja, auf gut Deutsch, wir sollen uns jetzt mal um die beiden Typen kümmern. Okay, Nokia, anscheinend bist du irgendwie doch nicht so cool. Was ist das? Willst du das irgendwie ein Witz sein? I'm getting sick of this. We shred you, bro. We will take your accounts and then pick you up. Okay, ja, er will sich unsere Accounts schnappen und ja, stunk machen. Aber es werden wir natürlich... Oh, ein schwarzes Gatumon. Das werden wir natürlich nicht so einfach mit uns machen lassen. Wir greifen einfach mal an. Ein schwarzes Gatumon, interessant. Oh, das war's auch schon mit dem schwarzen Gatumon. Das war's. Wow. Das ging very einfach. Super duper very einfach. Okay. We read something just there. I have nothing further to teach you, my people. Oh, die labert den Mist. But enough for that now. We got her too. Hat sie uns gerade als ihren Schüler bezeichnet? Moment. Als Pupil der Schüler? Jetzt verstehe ich das erstmal. Oh, du bist so doof, Nokia. But enough for that now. We gotta get to the Digimon. Ja, wir müssen jetzt zu den Digimon. Wow. Devilishly sexy voice. Eine bösartige, sexy Stimme. Übersetze ich das gerade richtig? What the fuck? Ja. Hä? Diese Stimme? Es ist Jimmy-Ken. Was? Jimmy-Ken? Der Jimmy-Ken? Oh nein. Wie sie guckt? Hey, 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 hey. Oh ja, ihr seid doch nicht so toll. What happened to make you up on him? Tell me, please.
Ja, was... Ja, was hat euch denn bitte so unhip gemacht? Bitte sagt es mir so schnell wie möglich. Ah! Ich sag nichts. So sorry, Anjimikin. That girl stole my hype. She stole my heart. Okay, der Typ hat schon irgendwie in diese... Okay, das reicht. Kurz auf, Kopf. Ja, wo war ich schon mal stehen geblieben? Tut mir leid. Ja, tut mir leid, Jimmy-Ken. Dieses Girl ist total mein Typ und sie hat mein Herz gestohlen. Wow, eine Entschuldigung. Lol. Das rockt nicht. Überhaupt nicht. Lol. Das ist so weit weg von Rock'n'Roll entfernt. Ja. Hat sie schon Arsch abgelacht? Also, love my ass off. If I had to choose lyrics to suit you. Okay, benutzt jetzt Songtexte, um ihn zurechtzuweisen. Inside out, you worthless loud, even the heavens gonna go up to you, it's perfect. Oh, was? Was? Ja, hast du verstanden, was ich hier versuche, dir dazu liefern, dazu bieten? Ja, wir haben es schon verstanden. Okay, was geht jetzt hier ab? Kämpfen wir jetzt gegen den? Also, der hat sie quasi jetzt kurz zusammenfassen, der hat sie angefahren, warum sie so uncool sind und warum sie verloren haben und was das soll und das ist irgendwie total sinnlos. Und ja, okay, nun ihr beiden. Hand to these punks. Ihr Idioten, habt's den beiden gezeigt? Warum, Jimmy-Ken? Warum? Ach, ist das nicht dieser eine. Ist das dieser Musiker, von der die eine da immer geschrieben hat, dieser Kura? Jetzt erkenne ich das. Ist das nicht dieser bekannte Typ? Ah, eine dumme Frage. Lols. Sehr dumm, sehr dumm. So dumm. Es rockt meine Socken. Ja, lache mir den Arsch ab. Ich bin vielleicht ein Superstar. Aber ich habe ein weiteres Gesicht. Da ist etwas hinter meiner Fassade. Was? Superstar, what behind my scenes? I'm top ranking manga of the Saxon Hacker Team. Ah, okay. Für die Welt da draußen bin ich ein Superstar. Aber hinter den Kulissen bin ich ein Super Hacker, der ein Mitglied des Saxon Hacker Teams ist. Also ein Top Member von denen. What do you think of that? Was denkst du darüber? Das rockt! Das ist total evil rocken! Ja, Mann! Das ist total sinnlos gerade, aber egal. Ja, Baby! Lololol! Alter, der Typ geht mir so auf die Nerven. Bei dir beiden. Roffel. Rolling on the floor. Why give them a hard time over a little thing like Digimon? Das nervt mich gerade so. You're kidding, right? You gotta be joking. Wait, could you be tussled with me? Folks would like to say pets are family. I want you to save the world with love, love. Oh god, folks, people like that are still around, I guess. You're picking up what I'm putting down. Just knock my off, my hand is way down. It's been that zero for a while. To think of all the heart and the money wasted. Oh, I wanna just crawl up and die. Okay, dieser Typ scheint irgendwie böse zu sein und macht sich über uns lustig, weil wir irgendwie die Welt retten und verändern wollen mit Liebe und weil wir irgendwie Digimon toll finden und ja, er hat auch so einen Vergleich gebracht, irgendwie auf Menschen, die Haustiere wie Familienmitglieder behandeln, total dämlich und so. Und er scheint anscheinend irgendwie, ja, ein böses Gemüt zu haben. Und Nokia ärgert sich gerade, dass sie so viel Geld mit ihm verschwendet hat, weil sie von ihm anscheinend auch CDs und Merchandise gekauft hat. Und da so, was? Mit Geld mit mir verschwendet? Möchtest du mit mir kämpfen? Lol! Don't answer your challenge. My style is too easy. No one. Even scum. You're rocking too much. Wow, du bist so geil. Und die Freundin hat eben die ganze Zeit an. Und sie ist total empört. Naja, und Nokia ist total neben der Spur jetzt. Sie ist total fix und fertig mit den Nerven. Und Gabum wundert sich, was los ist. Ja, und sie wollen sie jetzt anfeuern. Los, Nokia, los. Du bist toll. Gabumon, Gabumon.
Ich kann einfach nicht weiter. Es gibt keinen Weg. Ja. Was? Dream Crush Attack? Anscheinend hatte sie einen Crush. Also, was sie anscheinend in ihm verknallt und ist jetzt gerade total im Boden zerstört, dass er so ein Arsch ist. Und wir so stehen die ganze Zeit so daneben und denken so, hä, what the fuck? Ich hab den Schwachpunkt gefunden. Wupp, wupp. Hä?